Und das wird jetzt wieder so etwas knifflig. Ich sage ja, ich werde für dieses Gebiet hier wahrscheinlich eine ganze Aufnahme für brauchen. Also eine ganze Stunde gehe ich stark davon aus, wenn ich hier keine Ahnung habe. Aber warten wir es mal ab. So, dann lassen wir uns mal hier hochbringen. Vielleicht ist das der richtige Weg. Weil bei so einem großen Labyrinth, da kann man sich gar nicht merken, wo man lang muss. Und es sieht auf jeden Fall danach aus. Ja, jetzt muss ich nur gucken, wie ich hier hoch hinkomme. Weil von oben kann ich da auf jeden Fall runter. Deswegen muss ich jetzt hier eine Tür finden. Ja toll, hier ist mir wieder so ein Weg. Und ich habe keine weitere... Obwohl. Nee, das war doch noch nicht. Okay. Aber trotzdem muss ich irgendwie verbrennen. Nein, das nicht, aber ich... Ich bin jetzt auf der falschen Seite. Ich muss irgendwie rechts rüberkommen. Aber erstmal den Weg... Oh Gott. Ah, die Zukunft ist so schrecklich in diesem Spiel. Leute, das wird echt ziemlich übel. So viel kann ich euch schon mal vergewissern. Vor allem, wenn man wirklich alles suchen muss. Also hier kann ich auf jeden Fall schon mal nichts... Ja, nichts finden. Oh Mann, warum trefft ihr mich immer? Wisst ihr was? Ich nehme jetzt mal Goemon. Der hat auf jeden Fall... Ja, eine längere Röhre. Damit kriege ich die Gegner auf jeden Fall etwas besser. So. Okay, das bringt nichts. Oh Mann. Wenn ich wüsste, wie ich da jetzt hinkomme. Oder kann ich von unten... Moment, jetzt gucke ich mal auf die Karte. Ich muss da irgendwie reinkommen. Aber den Weg da rein erstmal zu finden, das wird jetzt wirklich das große Problem. Und da werde ich wahrscheinlich noch eine Weile für brauchen. Oh Mann. Aber ich glaube, ich hätte die Schlüsselkarten etwas besser einsetzen sollen. Mal gucken, was die Karte nochmal sagt. Okay, da oben ist noch eine Schlüsselkarte, aber da komme ich auch noch nicht dran. Autsch! Das kam unerwartet. Ich glaube, das ist sogar die... Nee, das ist nicht die Schlüsselkarte, wo dieser komische Fahrstuhl oder sowas war. Ich müsste mich hier noch ein bisschen umsehen. Auf jeden Fall. Weil ohne eine weitere Schlüsselkarte habe ich hier nicht viele Chancen, momentan weiterzukommen. Und ich könnte Energie gebrauchen. Weil sonst sieht es sehr böse aus für mich. Und dabei wollte ich in diesem Spiel echt noch nicht sterben. Zumindest nicht so einfach Game Over gehen. Zumindest nicht in dieser Aufnahme. Das wäre jetzt sehr böse. Oh Mann. Ich meine, ich habe ja noch diese Reisbällchen, aber trotzdem wäre das ziemlich ärgerlich und ziemlich böse. Und ich muss irgendwie auf jeden Fall wieder links rüber. Leute, so eine Wegsuche ist schon schrecklich. Ja, da hoch komme ich nicht mehr. Klasse, da muss ich ja in den Abgrund springen. Wohl oder übel. Okay, dann heißt es jetzt abwärts. Tief bergab. Na klasse, den Helm habe ich auch nur noch einmal. Der kann mich auch nur noch ein einziges Mal schützen. Sieht ja nicht gerade rosig aus für mich momentan. Ich glaube, ich sehe schwarz. Okay. Naja, schauen wir mal, ob wir wirklich noch irgendwas finden. Wenn nicht, dann ja, sieht es wirklich ein bisschen schwarz aus. So. Ah genau, diese Treppe hier war ich noch nicht hoch. Wobei, da kann ich auch nicht viel ausrichten. Oh doch. So kriege ich diesen Fahrstuhl hoch. So. Hier habe ich auf jeden Fall noch eine weitere Schlüsselkarte, die ich übersehen habe. Die hätte ich eigentlich sehen können. Auch nicht schlecht. So. Aber jetzt müsste ich weiterkommen. Jetzt muss ich auf jeden Fall... Oh nein, jetzt darf ich den ganzen Weg nochmal laufen? Okay, Leute. Wenigstens komme ich jetzt auf jeden Fall weiter. Aber... Naja. Dazu muss ich erstmal nochmal einen verdammt langen Weg laufen. Um jetzt überhaupt da hinzukommen. Ich glaube, das war jetzt sogar der falsche Weg, den ich jetzt genommen habe. Oh Gott. Ah, Kisten schieben. Ja, Goemon, tut mir leid, dass du dich hier so anstrengen musst, aber es bleibt in diesem Zukunftslevel nicht wirklich aus. Aber ich bin froh, dass ich hier wenigstens halbwegs weiterkomme, auch wenn es dauert. Leute, aber eins müsst ihr sagen. Dadurch, dass ich das Spiel komplett auf Japanisch spiele, schlage ich mich doch eigentlich recht gut, oder? Was meint ihr? Also, naja. Bisher habe ich noch keine Walkthrough gebraucht, aber ich denke mal wirklich, früher oder später wird der Moment kommen und ja. Ich denke mal, dann werdet ihr mir das auch nicht übel nehmen, weil... Es ist wirklich schon ziemlich schwer, so ein Action-Adventure ja komplett auf Japanisch durchzuspielen. Vor allem, wenn man wirklich nichts versteht in diesem Spiel. Und wenn ich mal überlege, Gunbury Goemon 4 habe ich auch mal angespielt. Wenn ich das als Let's Play mache, dann wird es noch schwieriger. Also, da würde mich es ganz wundern, wenn ich das ohne Walkthrough schaffe. Also, dieser Teil geht ja momentan noch, aber bei Gunbury Goemon 4 wird es echt schwierig. Da bin ich echt am Überlegen, ob ich das überhaupt noch als Let's Play wage. Weil, ja, ich habe schon ein bisschen rumprobiert und wie gesagt, es ist ohne Japanischkenntnisse echt schon ein bisschen schwieriger als Teil 3.
Vor allem, weil da ja zwar auch Jump-Run-Passagen sind, aber man muss mit viel mehr Leuten reden. Wesentlich mehr Leuten und... Naja, mal schauen, wie das Ganze wird. So, hier hoch muss ich wahrscheinlich. Genau, da oben in diese Tür. Genau. Muss ich mich nochmal hoch trampolinen lassen. Okay, ab geht's. So, und da muss ich ja wirklich mal sehen, ob ich das noch als Let's Play mache. Gunbury Goldman 4. Aber eins kann ich euch versprechen. Mystical Ninja 2 fürs N64. Ich gehe hier falsch. Wird bei mir definitiv noch als Let's Play kommen. Sozusagen, ja, knapp parallel zu diesem Spiel hier wahrscheinlich. Achso, das war der Reaktor. Hier bin ich falsch. Ja, jetzt muss ich, wie gesagt, erstmal wieder diese Tür finden, die ja noch blockiert war. Und, ja, diesen Weg bin ich doch irgendwie schon gelaufen, aber irgendwie habe ich verplant, wo das war. Ah, deswegen, huiuiui, muss ich da jetzt wirklich nochmal überlegen. Ich bin froh, dass ich hier teilweise Nahrung kriege und so schnell nicht hier kaputt gehe, aber war es diese Tür? Oder kam ich von der... Na, hier ist es. Okay, hier muss ich jetzt hoch. Wunderbar. Ich hatte den Weg ja gefunden. Oh, Leute, ich bin wirklich froh, wenn ich diese... Ja... Wie soll ich sagen? Diesen Dungeon kann man ja eigentlich nicht sagen. Auf jeden Fall dieses Gebiet hier überstanden habe. Ich freue mich nur, wie lange ich in der Zukunft noch bleiben muss. Und möglicherweise muss ich bis Maru in der Zukunft auch noch besiegen. Das wäre ja noch bitterer. So, ich bin auf jeden Fall... richtig, lass mich in Ruhe, lass mich durch. Ich will hier jetzt endlich weiter. Ich habe hier lang genug gelitten. bis ich hier überhaupt weiterkomme. Und Flammenwerfer schon wieder... Vorsicht, das könnte einen heißen Hintern ergeben. Das kann ich momentan nicht gut gebrauchen. Vor allem, ja, bei diesen heißen Wettertagen sowieso nicht. Wo es sowieso schon ziemlich an richtig heißen Temperaturen, ja, gerade mal so... wo ist... ich glaube, ich brauche Sasuke. Mit dem komme ich da wenigstens besser voran. Ei, scheiße. Na toll, der Helm ist weg. Egal. Wer braucht schon den Helm, wenn ich hier sowieso Kamikaze laufen muss? So. Okay. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das ist... So, und ich bin rüber. Jetzt kann ich wenigstens durch diese Tür. Oh, hier muss ich auch wieder flitzen, bevor mich diese Schockwellen erwischen. Ah, ich bin wenigstens schnell genug. So, wunderbar. Komme ich jetzt wenigstens zu diesem heißen Kessel oder was auch immer. Warum ist das hier alles schräg? Oh, noch mehr dieser Tornados. Okay, das ist mies. Das ist... Ich muss an diesen... Okay, muss ich nicht... das sah jetzt aus wie ein Schalter. Hier brauche ich auf jeden Fall die Bomben. Ah, wenn ich so vernünftig werfen könnte. Das ist bei diesen Tornados, die mich hier gerade angreifen, gar nicht so einfach. Oh, ich muss da irgendwie mal gucken, was hier oben ist. Scheiße. Ich bin gleich meine ganzen Herzen hier los. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, irgendwie ist das gerade ein bisschen ärgerlich. So, jetzt gehe ich mal hier runter. Ah, da wäre Futter gewesen. Ich bin falsch, ich will zurück. Obwohl, das geht ja noch. Ha. Okay, jetzt muss ich nur noch irgendwie heile. Das wird jetzt richtig heftig. Wenn ich das noch hinkriege, dann... Boah, dann grenzt das an ein Wunder. Ohne hier jetzt zu sterben. Ja, das blieb nicht aus. Das war mir klar. Dass ich da nicht heile mehr an dieses Futter reinkomme. Aber wenigstens eine Glückskatze. Eine muss ich noch finden, okay. Dann kriege ich wenigstens wieder mehr Energie. Aber erstmal muss ich sie ja finden. Ah, lass mich, dein Schwert ist flank. Ah. Okay, Goemon, du oder... Nee, ich versuch's mal mit Jai. Die hat nicht so ein langes Katana, verdammt. Jetzt habe ich gehofft, dass es was bringen würde. Okay, dann sollte ich Goemon für diese Misttypen wahrscheinlich anwenden. So, abwärts. Okay. Gut, diesen Raum hätte ich soweit auch schon erkundet. Scheiße, ich muss mir auf jeden Fall das nächste Mal wieder Reisbällchen kaufen. Okay, ich komme hier wenigstens jetzt in diese Gaskammer, die ich ja mit dem Reaktor abgeschaltet habe. Aber erstmal gucken. Oben sieht es aus, als wäre da eine Sackgasse. Das heißt, da könnte möglicherweise wieder eine Glückskatze sein, die ich mir natürlich nicht entgehen lassen will. Definitiv nicht. Okay, hier sind zwei Tore, die sich noch nicht öffnen lassen. Das ist bestimmt eine Abkürzung, die ich mir da freimachen kann oder so. Okay, ich glaube, ich klettere hier gerade den kompletten Turm ganz nach oben. Da ist aber eine Glückskatze. Okay, wie aktiviere ich den Schalter jetzt am besten? Ich vermute mal, dass ich entweder Sasukes Bomben werfen muss. Na klasse! Was soll das denn wissen? Okay, kann man den auch wieder zurücksetzen? Ja. Das ist ja richtig dreist. Das ist ja, das hat schon bei Mega Man Status. Und hoch. So, ich hab sie. Auch wenn auch nicht ganz so schwer, aber ich habe ein weiteres Herz. So, jetzt lebe ich wenigstens länger. Gut, der Weg hat sich auf jeden Fall definitiv gelohnt. Ui! Okay, Frissbombe? Nein, dann nicht. Okay. So, wie war's? Ich nehme Goemon für diese verdammten pinken, ja, Kapuzenfreaks.
die mich sowieso nur ein bisschen aufregen. Nein, das... Warum ist dieses Förderband hier im Weg? Okay. So, lass mich durch, lass mich durch. Ich habe dir nichts Böses getan, ich war immer brav. Eigentlich. So, bloß weg hier. Hui, das war knapp. Schade, dass Goyo mal nicht ganz so schnell ist. Ich glaube, für diese Fälle sollte ich dann wieder Sasuke nehmen, weil er ja vor Geschwindigkeit nur so strotzt. Und da oben ist auf jeden Fall auch wieder eine Schlüsselkarte. Da müsste ich erstmal wieder drankommen. So, also klettern wir hier mal hoch und haben mit sehr vielen Flammenwerfern hier zu tun. Was ist das für komischen Ratten? Achso, was sind diese Tornado-Dinger? Okay, was sollen die darstellen, bitte? Du hast irgendwie so eine Art, wie nennt sich diese Dinger? Irgendwie auf jeden Fall so eine Art Feuerwerksding. Scheiße, das klappt nicht. Okay, man kann diese Dinger aufschlagen. Solche Feuerwerksdinger, die man zu Silvester gerne mal benutzt. Aber es sind auf jeden Fall diese Tornado-Dinger, die mich die ganze Zeit schon geärgert haben.